Hallo und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong 64. Ja, in der letzten Folge haben wir mit DK, mit Donk hier, die seine 5 goldenen Bananen aus dem Kamikaze-Kastell geholt und jetzt ist Diddy dran. So. Weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich hier anfangen soll. Am besten hier Teleporter 1 nehmen und in dieses, ja, Verlies, nehme ich mal an, soll es sein. Okay, Diddy selbst kann hier in diesem Gebiet noch nicht viel anrichten, aber... Ah, das ist Tinys. So. Ah ja. 100 Münzen für ihn auch als Bohr. Ah, ja. Hier bräuchten wir jetzt mal die Hilfe von Chuck. Er muss hier mal die Gitter aufprügeln. Na komm schon. So, hier sind doch bestimmt noch mehr, hm? Ausgang, okay. Da haben wir den Diddy-Schalter. Oh! Guck einer an. Können wir gleich abknallen, das Ding. Okay, das hier ist für ihn was. Okay, gut. Warum nicht? Aber er hat hier keine Banane, keine goldene jedenfalls. Eigentlich ganz gut, dass wir hier schon mit Chuck ein bisschen unterwegs sind. Von selbst dürfte er hier nichts zu suchen haben. Also, Did. Your turn. So, dann hier. Das ist Lanky's, okay. Gut, Diddy, auf deinen Schalter und Banane holen. Ready, please. Ah ja. Seht ihr? Das ist so ein Ort, wo wir jetzt das Zielfernrohr gut gebrauchen können. Denn von hier hinten, von hier aus, erreichen wir den Schalter nicht. Und wenn wir näher rangehen, dreht sich die Wand um. Bewegungssensoren im Boden. Beim Bierballon. Geht doch. Okay. Oder? Kommen wir von hier aus? Tatsächlich, reicht noch. Okay, gut. An den Ketten können wir jetzt dort ran. Alrighty. Ja, wann dreh dich wieder um von mir aus? Alrighty, dann sind wir hier schon fertig in dem Gebiet. Gut, dann können wir ja auch was. So, hier ging's doch jetzt zu Funk, oder? Nee, Candy war hier oben. Okay, gut. Werden wir
hier draußen. Weiß jetzt aber nicht, ob wir es hier nicht doch noch irgendwo anders... so ein Türchen gab. Ich glaube. Wir gucken einfach mal. Sounds stupid. So, jetzt gucken wir mal hier unten. Nee, das ist eine andere Tür. Alrighty. Ja, und hier ist ja auch gleich sein Blaupausenmann. So, schön abregen. Okay, von hier ist nicht gut schießen. Jetzt. Ach, die Münzen, die können wir uns hinterher holen. Die spielen eh keine Rolle mehr. Okay, gut. Ich glaube, Diddy ist auf der 1, ne? Yeah, it was. Ja. So immer. Ey. Geh mir jetzt nicht auf den Sack. Hm. Ein Sarkophag. Okay, kommt man nicht rein. Ich nehme mal an. Ja. Von 1 nach 4 aufwärts zählen. Das ist alles? Dafür gibt's schon die Banane. Das ist echt. Bitte was Schwereres hätten sie sich schon einfallen lassen können. Ich meine, das ist Level 7 hier. Naja, ist egal. Gut, hätten wir das hier auch erledigt. So, bei Funky, da gab es glaube ich nur einen lilafarbenen Ballon. Aua. Gut, dann sind wir hier drin auch schon fertig. Zu Snide könnten wir auch schon gehen. Oder aber wir klettern einfach mal zu Fuß den Turm hoch. Das Kastell an sich. Vielleicht treffen wir noch ein paar Bananen oder ja, irgendwas anderes in Rot. So, hier rauf. Da hatte ich was Rotes gesehen, das sind bloß Münzen, dann kann es uns egal sein. Irgendwas anderes hier noch? Ah. Ach! Da schwebt ein Ballon rum. Das ist mir irgendwie neu. Ne. Dankeschön.
So, blauer Blaupausen-Heini. Okay, hier haben wir ein Diddy-Fass. Bei Teleporter 2. Kann man sich leicht merken. Wir gehen erstmal zu Fuß weiter. Würde ich lassen. Der Cranky kann Diddy auch nichts mehr ausrichten. Der hat eh gesagt, er will seine Ruhe haben. Blöder. Geistertrappen, ey. Das war Chunkys Museum. Hier ist auch nichts für Diddy, also echt. Ah, hier, der Ballroom. Ja. Okay. Das klingt wie das Arkham Asylum hier. Nur alles voll mit Joker. Ah ja. Gut. Ich schätze mal, die Kerzen sollen wir wieder anzünden. Wenn es vorher noch ein paar Gegner zu erledigen gibt, warum nicht? Und ich würde oft mal was freigeschalten. Tiny kann hier rein, hm? Okay, gut. Ballroom, merken, Tiny kann da auch rein. Ja, ja, ich weiß, was zu tun ist. Okay. Der nächsten Staude kriegen wir schon wieder die Bananenmedaille. So. Aha, okay. Gut, was haben wir hier wieder für ein Spielchen? Oh, Schicht im Schacht. Oh nee. Ich hasse Schicht im Schacht. Meide die TNT-Loren, schon klar. Oh nee. Es sind wieder drei. Nee, zwei sind's. Zwei sind's. Wo fährt denn die andere Lore hin, verflucht? Nein! Oh. Shit! Welcome to Bonus Stage! Okay. Diesmal kriegen wir es besser hin, ne? Hoffe ich zumindest. So, wir fahren nach oben. Wieso? Weicht die eine Lore nach innen aus. Was zum Teufel soll der Scheiß? Oh nein. Hab ich ein Schwein, dass die andere Lore hier auf nach innen fährt? Komm, komm, Diddy. Schnell, 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 schnell. Oh! Schwein. Oh nein. Oh nein. 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 Scheiße. Okay, die sind jetzt ein bisschen schlauer, die scheiß TNT-Loren. Los, auf geht's. Bleib jetzt mal in. Okay, jetzt gehe ich nach außen.
Ja, super, jetzt hängen die beieinander. Ah! Na los, ich war ganz knapp hinter euch. Vorbei. Komm schon, Zeitlauf schneller ab, verflucht. Na, ja, sobald die zusammenhängen, ist es, als ob nur eine Lore da wäre. Yay! Yeah. Ach, Schicht im Schacht ist scheiße. Okay, Tiny kann hier auch rein, müssen wir uns merken. Okay, eigentlich könnten wir Tiny jetzt schon reinschicken hier. Mal ganz kurz. Ich glaube, Seffi hat die Ähnlichkeit da drin zu tun. So, wir gehen einfach nur mal auf ihre Teleporter-Plattform. Okay, ist doch eine goldene Banane bei ihr, aber es ist auch eine Bananenfee. Okay, damit hat sie es schon erledigt, wenn das hier doch eine goldene Banane ist. Mach das nicht nochmal wie bei Kristallkavern. Ich weiß, dass sie hier was zu tun hat, also wir vermischen das nur, wenn es unbedingt sein muss. So, Diddy. Alrighty. Da hatten wir eine goldene Banane jetzt geholt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, die wievielte das war. Naja. Kletter hoch. Gut, dann sehe ich eben einfach mal nach. Ah ja, die Blaupause und dann noch eine andere. Gut, dafür werden wir wohl das Diddy-Fass brauchen. Es geht aufwärts. Halt, hey. Da auf diesen Turm rauf will ich. Okay, an die Bananen würde ich schon gern noch. Ja. So, was gibt's hier? Oh nein. Fliehende Fliegen. Ja, erwische die Fliegen. Ah, um die Fliegenklatsche einzusetzen. Oh! Wir haben mal Musik dabei. Bleib hier, blöde Fliege. Ey. Also. Flatsch. Komm her. Ah. Sollst du herkommen? Ey, das war ein Treffer. Was du wolltest? Ah. Ah. Yeah. Okay. Gut. Jetzt noch seine Blaupause und Diddy ist fertig. Und Snide ist gleich da unten. Auch wenn ihm ein paar Bananen fehlen, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Hauptsache die Bananenmedaille ist dabei.
Na. Ja, ja. Mach hin. Ja, es neigt sich dem Ende zu. 179 sind es schon. Hey. Das lässt du bleiben. Das ist eindeutig Lankies. Okay. Alrighty then. Dann ist Diddy auch mit dem Kamikaze-Kastell fertig. Wow. Na, was soll's. Wir gehen schon mal auf Lanky. Und der macht hier in der nächsten Folge weiter. Also, bis dahin. Tata!